früheren Generationen Hallo, sich auf ihre Ausbildung... Zurück. Die Akademie wird für euch da sein, was auch geschieht. Wir kümmern uns immer um unsere Leute. Let's play Skyrim. Das weiß ich nicht, aber ich finde es faszinierend. Wenn es stimmt, versteht sich. Die Insel Artaeum verschwand vor über 100 Jahren. Und seitdem hat sie niemand mehr gesehen. Und doch haben sie sich plötzlich dazu entschlossen, Kontakt mit euch aufzunehmen. Das ist wirklich spannend. Ich würde das als ein Kompliment betrachten. Die Psijiks haben sich immer nur mit denen beschäftigt, die sie für würdig gehalten haben. Ja, super. Mhm. Aber wir wollten gar nicht mit Tofti reden, habe ich gemerkt. Oh, Caps Lock. Sondern mit dem Erzmagier. Wow! Scheiße! Was macht denn der hier? Stopp! Das ist doch richtig scheiße. Wieso ist der plötzlich hier? So, Feuerresistenz. Wo haben wir Feuerresistenz? Volltreffer. Gut. Na, Feuerresistenz, da haben wir. Was? Der kann doch nicht einfach so abhauen, wenn ich gerade alles getrunken habe. Komm her. Perfekt. Aua, wo bist du? Blutrache, komm zu mir! Aua! Scheiß Feuerviech! Wow! Und? Komm schon! Komm nur ein, zweimal! Ja, Mann! Ein Drache! Wir haben einen scheiß Drachen besiegt! War auch eine Stahlkriegsaxt. Juhu! Manometer! Was hatte der plötzlich hier zu suchen? Ja. Oh mein Gott, das ist doch irgendwie... Bitte behelligt den Erzmagier nur, wenn es wirklich unbedingt nötig ist. Naja. Ich Wieso glaube, nicht? An der Akademie ist es Zeit für einen Führungswechsel. Ja, das glaubst du auch. Was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Vielleicht sogar für mehrere, wenn ihr Talent habt. Ja, und die wären? Wir müssen den Stab des Magnus finden. Bitte was? Nun, ich hätte liebend gern solch einen mächtigen Stab. Aber ich bin mir nicht sicher, ob jemand von uns ihn wirklich braucht. Okay. Und woher wisst ihr das? Ich habe mit dem Auguren wirklich? Und er hat ausdrücklich den Stab des Magnus erwähnt? Ja. Ich bin von eurer Initiative beeindruckt. Natürlich muss das jemand untersuchen. Eine sehr beeindruckende Einstellung. Weiter so. Dann wird alles gut für euch laufen. Etwas so Besonderes und Uraltes wie den Stab des Magnus. Ich bin mir nicht sicher, ob wir so etwas jemals finden werden. Ich erinnere mich daran, dass Mirabelle kürzlich den Stab erwähnt hat. Vielleicht kann sie euch etwas erzählen.
Ich bin recht zufrieden mit eurem Fortschritt, wisst ihr? Ihr habt auf jeden Fall bewiesen, dass ihr mehr seid als ein bloßer Lehrling. Gut gemacht. Dieser Silberreif war einmal von unschätzbarem Wert für mich. Ich hoffe, dass er jetzt euch nutzen kann. Magier-Diadem. Mal gucken, was das kann. Magier-Diadem. Steigert Magikum 60. Brauche ich nicht. Das ist ja schon richtig geil, dass ich hier in Winterfeste bin. Ausgebildet werde. Und ich glaube, an der Akademie ist es Zeit für einen Führungswechsel. Ja, ich weiß. Und eigentlich gar keine Magie wirke. Sprich mit Mirabel. Mach ich. Wenn es Probleme gibt, lasst es mich wissen. Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alles seinen Gang geht. Nun, ja, das ist eine merkwürdige Frage. Warum in aller Welt wollt ihr das wissen? Das Auge von Magnus? Ich will euch zugestehen, dass dieses Ding, diese Kugel, sehr eindrucksvoll ist. Ganz einzigartig und gewiss einer näheren Untersuchung wert. Aber wir wollen doch keine voreiligen Schlüsse ziehen oder ihm eine Bedeutung zumessen, die über das hinausgeht, was wir mit Sicherheit wissen. Nun, er soll sehr mächtig sein. Er kann eine unglaubliche Menge magischer Energie aufnehmen, so heißt es. Aber er ist eigentlich kaum mehr als eine Legende. Ich bezweifle nicht, dass er existiert. Aber niemand hat ihn seit, nun, Jahrzehnten zu Gesicht bekommen. Okay. Oder noch länger? Ich weiß es gar nicht genau. Das einzige Mal, dass ich davon gehört habe, war, als vor ein paar Monaten diese Gestalten von der Synode auftauchten und danach suchten. Magier, die ihren Hauptsitz in Cyrodiil haben. Sie halten sich seit ein paar hundert Jahren für die kaiserliche Autorität in Sachen Magie. Meines Wissens wollen sie mit ihren Aktionen in Wirklichkeit nur die Gunst des Kaisers gewinnen. Viel Politik, wenig Magie. Ich war ganz überrascht, sie vor unserer Tür vorzufinden. Sie schienen durchaus liebenswürdig, doch die Richtung, in die ihre Fragen gingen, war mir nicht ganz geheuer. Es zeigte sich, dass sie versuchen, machtvolle Artefakte an sich zu bringen, um ihre Macht zu festigen. Gut, also niemand weiß, wo sich der Stab... Das weiß niemand hier. Die Synode schien überzeugt, dass er irgendwo im Himmelsrand sein müsse. Sie erkundigten sich nach den Ruinen von Mesulf, aber mehr weiß ich nicht mehr. Es klang, als seien sie dorthin unterwegs, auch wenn sie aus dem Grund dafür ein großes Geheimnis daraus machten. Wenn ihr unbedingt nach dem Stab suchen wollt, findet ihr sie möglicherweise noch in Mesulf. Erwartet nur nicht, dass sich ihre Mitglieder als kooperativ erweisen. Gut, Ich bin mir nicht ganz sicher. Angeblich hat Magnus selbst ihn angefertigt und benutzt, wenn ihr an solche Geschichten glaubt. Ich glaube, ich habe einmal gehört, dass nur er seine Macht adäquat aufnehmen konnte. Die üblichen Ausschmückungen, die Zauberer früher gern verbreitet haben. Okay. So. Nun, das hängt davon ab, wonach ihr sucht. Faralda kann Zerstörungszauber lehren und bietet Training dafür an. Finnis ist einer der besten Beschwörer in ganz Himmelsrand und kann euch mit Zaubern dieser Art helfen. Lasst euch von Teufdir nicht täuschen. Er ist die höchste Autorität auf dem Gebiet der Veränderung. Einer der besten in Tamriel und stets bereit, sein Wissen weiterzugeben. Wenn ihr Drevis findet und ihn dazu bringen könnt, dass er sich konzentriert, kann er euch so einiges über Illusionsmagie beibringen. Und dann ist da noch Colette. Zwar ist der Umgang mit ihr nicht immer ganz leicht, doch ihr Wissen über die Wiederherstellungsmagie ist enorm. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt hier so einen doofen Drachen bei uns in der Akademie und müssen jetzt nach... Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Kann ich mal... Na? Ah, so. Ich wollte den Bogen mal näher in Augenschein nehmen, aber es geht scheinbar nicht. Naja.
So gut, das bedeutet, wir machen uns jetzt einmal auf den Weg nach genau dahin. Zack. Und dann werden wir wieder eine Runde laufen. Glaube ich zumindest. Ja. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Im Dämmerstern macht ein neues Museum auf. Der Besitzer bittet mich, Einladungen an Reisende zu verteilen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Okay. Einige Leute wollen Sijik-Mönche in Himmelsrand gesehen haben. Das ist ein uralter Ort. Gut. Das bedeutet, wir laufen jetzt dahin und... Naja. Also ich muss sagen, durch die Mods, die ich hier installiert habe, sieht Skyrim gar nicht mal so verkehrt aus. Kriechkranke. Die konnte irgendwas Gutes. Ich weiß nur nicht mehr was. Na? Also wird jetzt auf jeden Fall nochmal eine Wanderfolge werden. Stimmt. So. Einmal kurz auf die Karte gucken. Okay, wir müssen einfach am besten... Hier können wir nicht weiter. Na? Da können wir auch nicht hoch, das weiß ich jetzt schon. Hier ist ein Lager. Und ein totes Mammut. Okay. Sind die böse auf mich? Das weiß ich jetzt nicht. Einfach mal ansprechen. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Werft einen Blick darauf. Natürlich. Wolfspelz, nö. Also gut. Mammutsticks stehlen. Nein, wir werden doch nicht die Jäger bestehlen. Sowas wird uns doch nie in den Sinn kommen. Oh. Ich liebe die Himmel in Skyrim. Könnte ich die ganze Zeit so laufen. Ich frag mich, haben die einfach so Karten? Ja, die haben bestimmt einfach nur Karten von irgendwelchen Apollo, vom Hubble-Teleskop oder sowas genommen und die dann da draufgesetzt oder irgendwie sowas. So. Wir müssen da irgendwie hoch. Gut, vor uns sollte ein Weg nach oben sein. Ja. Da ist er auch. Das müsste der sein. Ja. Hier ist nichts, was zu gebrauchen wäre. Hier müssen wir also rein. Gut.
würde ich sagen, einmal nochmal kurz speichern. Und rein mit uns. Mutzfulz. Oder wie das heißt. Kann ich nur nicht mal aussprechen. Oh, das ist wieder so eine... Kristall. Verschwunden. Findet Paratus in Ukola. Was hat er denn dabei? Oh. Konsole möchte ich nicht aufmachen. Schlüssel erfordert. So, was hat er mir denn gerade gesagt? Dringend zum Okular vor. Gut. Schon wieder diese Typen. Sind die eigentlich gegen... Gut, das war eine Falltür. Gegen was sind eigentlich diese Typen da eben nicht immun, meine ich. Gegen was sind diese Dampfroboter anfällig, wollte ich eher gesagt sagen. Der scheinbar gegen Blitz. Ja. Jetzt kommt es wieder mit dem ganzen Gewicht. Naja. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal das nicht mit. Sondern einfach nur das, was wir wirklich brauchen. Nicht dieses ganze dumme Stahl-Dingsbums. Das können wir ja eh nicht benutzen. Ausdauer. Ist der rausgekommen? Günstiger Zwergenöl. Mondsteinerz. Erz können wir mitnehmen. Ha, komm her. Verdammt. Nein, daneben. Geht doch. Zwergenöl. Ich glaube, das reicht an Öl erstmal. Ich weiß ja noch nicht mal, was man damit machen kann. Hm. Wow. Das war knapp. Sehr knapp. Aber ich würde sagen, bevor wir hier weitermachen, hören wir hier auf und ich sage bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.